Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A New Beginning. War vielleicht in den letzten Folgen ein bisschen leise, jetzt sitze ich mir wieder vors Mikro. In der letzten Folge war ja auch echt ein Scheiß, hier muss ich mir mal wieder Notizen machen. Passiert nicht so oft. Vor allen Dingen, weil ich mir selten Notizen machen will. Und es ist so doof. Rohr. Usche. Ansehen. Ein Abflussrohr. Ich hoffe, was da rauskommt, ist ganz normales Wasser. Und weder giftig noch radioaktiv. Also wahrscheinlich schon. Reinklettern. Ein Ab. Ich hoffe. Und weder giftig. Ja. Solange der Wasserpegel nicht gesunken ist, kann ich hier nicht reinklettern. Was mit der Tür? Abgeschlossen? Oder verbarrikadiert. Will Salvador vielleicht gar nicht, dass wir ihm folgen? Wahrscheinlich nicht. Er ist manchmal etwas schwierig. Wie auch immer, wir müssen da rein. Ja, wahrscheinlich durch das Rohr hier. Lass uns doch versuchen, durch das Rohr zu klettern. Mach du das mal allein. Nach der Kletteraktion im Labor ist mein Rücken jetzt völlig im Eimer. Gut. Dann suche ich einen Weg, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Bis Alles gleich. Klar. Sei vorsichtig. Ach, ich bin hier oben. Okay, da geht's raus. Da ist die Tür. Was ist das denn bitte? Ja, genau. Ja. Sehe ich ähnlich. Die Radkonsole. Moment. Ich... Da ist ein Raum. Sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Stauschott. Geht das auf? Ne, wahrscheinlich nicht. Doch. Brückenhebel. Umlegen. Ne, draußen ist nichts passiert. Okay, ich glaube, wir müssen hier rein. Haben wir denn hier Ventilrad? Gar nicht. Eieieiei. Weiter geht's nicht, Leute. Konsole. Ansehen. Was das wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? Warum hat sich der Haken gerade bewegt? Oh, rechts rum. Warum nicht? Ah, okay, warte mal. Das sind die Türen. Ist hier unten voll Wasser. Und da auch. Irgendwas passiert, wenn wir rausgehen. Okay. Jetzt können wir durch das Rohr rein. Alles klar. Jetzt sind wir... Ne, ich will halt nicht überspringen. Nie im Leben. Ich... Okay. Abgeschlossen. Oder verbildsalbe. Erstmal, wie auch immer. Okay, das bringt gerade nichts. Komm, jetzt beweg dich mal. Moment, was ist? Konsole. Was ist das wohl da? Und was haben... Ja, die Lichter habe ich schon geklärt. Das sind die, Jetzt ist rechts komplett überflutet. Ja. Ich hoffe, das Rohr ist... Jetzt können wir gar nicht mehr raus, alles klar. Okay, nach unten steigen, jetzt geht's aber, okay. Stauschot, öffnen. Brückenhebel, umlegen. Ja, da kommen wir gar nicht rein, da ist Wasser. Die Brücke hat sich von der Ebene abgekoppelt. Was? An der Brücke sind... Damit treibt sie dann auf und... Ah, okay, wenn wir das Wasser jetzt hier reinlassen, geht die Brücke hoch. Natürlich. Das heißt, theoretisch müssen wir es jetzt mal... Das Wasser muss jetzt, also seht ihr ja nicht, muss jetzt bis hier, ne? Wollen wir nochmal links rum. So. Ja. Und jetzt umlegen. Die Brücke hat sich von der Ebene abgekoppelt. Die Brücke ist auf der Ebene eingerastet. Okay. Jetzt bleibt die hier. Jetzt können wir jetzt mal hier rüber gehen. Alles, Alter. Ich bin voll verwirrt. Aua, wir müssen gleich wahrscheinlich darüber. Ah ja, ich glaube, ich weiß wie. Wenn ich mich jetzt nicht irre, links rum. Nee. Es lässt sich nicht... Was? Ich bin ein... Okay. Das ist auch falsch. Es lässt...
Jetzt komme ich hier runter, aber jetzt komme ich nicht mehr. Gehen wir zur Mitte. Ich würde das gerne schneller machen. Wir müssen das Wasser im Prinzip, dass das Wasser zu dritt hier drin ist, aber nur eins und eins hier drin ist. Und leer machen können wir das ja nicht, ne? Okay. Alles voll Wasser. Es lässt. Nur mal so aus dem Dress, was passiert denn jetzt? Wenn ich... Warte mal, halt, halt. An der Brücke, damit treibt sie dann auf. Nein, auf der. Er rührt sich klugerweise, sonst wäre die Brücke jetzt abgestürzt. Das war eigentlich mein Plan. Schade, funktioniert auch nicht. Okay, wir können jetzt hier rein, wir können nicht da runter. Wir können auch nicht das ganze Wasser da rauskriegen. Okay. Das Wasser hier drin ist, können wir höchstens da reingehen. Wir können darüber. Aber da ist ja auch nicht so viel. Hier ist auch ein Ventilrad. Ja, da kommt es aber nie ran. Okay. Wie kriege ich denn das jetzt so, dass. Ne, so ist auch falsch. Ja, natürlich sind die Türen jetzt zu. Ich wäre ehrlich gesagt zu doof dazu, glaube ich, gerade. Wir wollen ja hier hin, glaube ich. Alles voll. Es lässt. Ist hier die Mitte mit frei. Hier ist natürlich keine Tür. Hä? Kurze Zwischenfrage, warum kriege ich unten eigentlich das Wasser nicht mehr raus? Das ging doch mal. Was? Ich bin einge... Hä? Warum kriege ich das Wasser unten nicht mehr raus? Aus meinem Auszeug. So. Okay, ich verstehe nicht. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Also, irgendwie kriegt das Wasser unten links nicht mehr raus. Das Wasser muss hier, also hier muss im Prinzip noch ein Wasser hin. Was da und was haben. Was und was haben. Das kriege ich jetzt aber nicht mehr zu, Freunde. Okay, das können wir schließen. Das ist... Schließen wir das mal. Okay, man muss... Ah, okay. Okay, ich verstehe, wie das ist. Okay. Aber wahrscheinlich können wir jetzt auch wieder nach unten gehen. Jetzt das Wasser anders fließt. Verstehe. Nehmen wir mal links. Okay, jetzt ist da komplett leer. Es lässt... Alles klar, weil das Wasser nicht mehr fließt. Okay. Ja, okay. Ich glaube, ich habe es gelöst. Gib mal Gummi. Jetzt nämlich das Stauschott hier schließen. Okay, habe ich das vergessen. Alles klar. Ich muss natürlich auch drauf kommen, dass man nicht schließen muss. Wenn ich jetzt drehe.
Ne, rechts rum geht ja nicht, ne? Es lässt. Na links. Perfekt. So soll es doch sein. So sollte es, genau, so, ich bin nicht zu laut, jetzt können wir nämlich hier runter, dann da durch und dann können wir da rein, alles klar. Aber eil dich mal ein bisschen, Faye, ey. Öffnen, jetzt können wir da rein, geil. Können wir den Raum mitfluten. Erstmal öffnen. Okay, jetzt können wir das Ventilator drehen. Geschafft. Wie geschafft? Ah, jetzt ist das Wasser natürlich einfach weg. Huch, ne. Überspringen muss ich jetzt nichts mehr. Ich hab's, glaube ich, geschafft. Wo ist das Wasser jetzt hin? Egal, wir haben es geschafft. Und wahrscheinlich ist das jetzt die Tür, die uns zu Ben führt. Ha? Ha? Ben! Ja. Na endlich! Was hast du da drin gemacht? Nicht zicken, mitkommen. Salvador kann nicht mehr weit sein. Ich bin genervt. Ja. Das war Salvador. Kellerman? Psst, da kommt wer. Kellerman, verflucht, wo stecken Sie? Ich bin hier, Sir. Und ich habe Besuch mitgebracht. Duwe. Bent, psst. Der junge Svensson. Was hattest du vor, Duwe? Wolltest du deine Bezahlung abholen? Oder kommst du etwa wegen deinem verhassten Wundergemüse? Du hast kein Recht auf unsere Forschung, Indes. Ganz im Gegenteil. Ich sehe es als meine Pflicht, die Welt von diesem grünen Schleim zu befreien. Und da ich nicht nur gewissenhaft, sondern auch gründlich arbeite, werde ich die Schöpfer gleich mit beseitigen. Das ist mein Stichwort, richtig? Das würde ich so sehen. Bring sie zu dem anderen Gefangenen und erledige sie. Und dann durchkämmt das Gebäude. Wenn Duwe hier ist, wird auch der alte Svensson nicht weit sein. Und diese verrückte Klimaaktivistin. Ich bin derweil in meinem Büro und mache mir einen leckeren Algentee. Kommst du nicht durch? Bent? Sie werden ihn umbringen. Nein, werden sie nicht. Nicht solange ich hier noch sitze. Ich glaube, sie überschätzen sich da. Nein, hör mir zu. Unsere Alge in der Zukunft wurde von dir und Duwe zusammen entwickelt. Wäre Duwe heute gestorben, dann gäbe es auch die Alge nicht mehr und wir hätten nie mit der Zeitkapsel in die Vergangenheit reisen können. Der Zeitverlauf hätte sich so drastisch geändert, dass ich mich sofort in nichts auflösen würde. Das verstehe ich nicht. Heißt das, wir können das Reaktorunglück gar nicht aufhalten? Doch. Nur werde ich dann... Ich werde verschwinden. Du musst das jetzt nicht verstehen. Vertrau mir einfach, wenn ich sage, dass du deinen Sohn retten wirst. Alles klar. Hm. Dann glaube ich das mal. Zeitparadox. Ja. Ich kümmere mich derweil um die Alge. Und jetzt los. Pass auf dich auf, Faye. Du auch. Was schwimmt denn da? Zeitparadoxen sind sehr kompliziert. Ich weiß jetzt, Faye. Miss Buendia. Ich wünsche, in der nächsten halben Stunde nicht gestört zu werden. Ich muss über die Zukunft der Bioenergie auf diesem Planeten entscheiden. Und drehen Sie bitte die Klimaanlage auf. Ich muss den Dschungel nicht auch noch in meinem Büro haben. Sehr wohl. Die Alge ist in diesem Raum über mir, zusammen mit Indes. Ich muss ihn irgendwie da rauslocken. Ja, was haben wir denn alles? Sie haben eine Klimaanlüftungsschacht. Telefon, Sekretärin, Klimasteuerung, Fahrstuhl, Keil. Da ist ein Keil unter der Leiter, damit sie nicht wegrollt. Nehmen wir mit. Der andere Keil geht nicht. Da hoch kann ich nicht, ne? Doch, hoch kann ich. Ach, das. Dann haben wir hier Zweige, die nehmen wir auch mal mit. Schätze ich mal. Damit können wir wahrscheinlich irgendwie die Klimaanlage verstoppen. Oh, Faye ein bisschen schneller. Ein paar Zweige ragen über das Geländer. Ja, ich bin Gärtner, jetzt nicht mehr. Oh, doch. Ich habe schon... Alles klar, wahrscheinlich kann man das so oft machen, bis wir es geschafft haben. Ich bin gespannt, was kommt. Ich hoffe, ihr guckt auch wieder zu. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.